Marcel Jon, du hast dich gerade schon kurz geärgert, sagst, es war eigentlich zu wenig. Was sagst du zum Spiel? Ja, ich meine, die ersten 20, 30 Minuten sind wir nicht so gut ins Spiel gestartet. Ja, wir haben uns am Ende nicht selbst belohnt. Also ich meine, wir hatten die größeren Chancen als Schalke. Da haben wir immer mal quer gespielt. Wir sollten einfach mal lieber den Abschluss mehr suchen. Ja, und am Ende waren wir dann halt einfach zu offen. Haben es aber auch echt gut verteidigt. Und ja, am Ende können wir froh sein, dass wir den Punkt mitnehmen. Ja, du sagst, es ist ein Punkt mitnehmen. Man kann ja auch festhalten, jetzt 5 Ligaspiele in Folge umschlagen. Eine gute Schalker Mannschaft, da ist auch ein Punkt, ein Teilerfolg zumindest, oder? Absolut. Ich meine, wir hatten jetzt aus den letzten 5 Spielen 13 Punkte, glaube ich, geholt. Es war uns klar, dass es heute sehr schwer wird. Hier Flutlichtspiel auf Schalke, das ist eine abgezockte Mannschaft. Das wussten wir von vornherein, haben aber alles dagegen gesetzt. Letzte Woche hast du noch so ein bisschen Kritik auch eingefangen. Wie war es diese Woche aus deiner Sicht? War wieder besser hinten drin? Ja, also ich meine, ich weiß selber nicht, was letzte Woche so der ausschlaggebende Punkt war mit mir. Ich glaube, so einen Tag hat mal jeder. Ich meine, dementsprechend war die Mannschaft halt letzte Woche noch einiges besser. Ja, und heute war es halt ein gutes Spiel fußballerisch von uns. Wir hatten viele Toraktionen und ja. Konntest du auch deine fußballerischen Qualitäten dann wieder zeigen, oder? Ja, absolut. Absolut. Danke dir. Okay. Ja, Dino Bayrich, 0-0 gegen die Zweitvertretung des FC Schalke 04. Wie war das Spiel aus deiner Sicht? Schwer reingekommen, kam nicht in die Zweikämpfe, viele unnötige Wege gemacht. Uns besprochen, dass wir auch ein bisschen enger und kompakter stehen in der Fünferkette und das hat dann besser gegriffen und kam dann, ich glaube, 10 Minuten vor der Halbzeit dann besser rein und dann ab der Halbzeit eigentlich wäre in der zweiten Halbzeit ein Sieg verdient gewesen, würde ich sagen. Ja, man hat am Ende mehr enttäuschte Gesichter gesehen. Ist das jetzt auch die Anspruchshaltung, dass man so ein Spiel noch gewinnen will, auch wenn das so ein starker Gegner ist? Ja, wir sollten halt trotzdem demütig bleiben, aber es ist gerade, man ist auf einer Erfolgswelle, man gewinnt Woche für Woche gerade und es fühlt sich gut an und es ist eigentlich ein gutes Zeichen dafür, dass wir uns ärgern gegen eine gute Mannschaft, dass wir nur unentschieden rausgeholt haben. Von daher habe ich gegen diese Einstellung nichts, dass wir uns darüber ärgern. Du hast es gerade eben selbst schon gesagt, ihr seid schwer reingekommen ins Spiel. In der Vorwärtsbewegung hast du das Gefühl, ihr seid nicht so in diese Ballbesitzphase reingekommen oder in das hohe Pressing. Woran lag das? Was hast du von gefühlt? Es war einfach zu viele Abstände, zu große Abstände. Ich weiß, anfangs sind Maus und ich viele unnötige Wege. Wir sind die Innenverteidiger angelaufen und es hat einfach nicht geklappt. Dann haben wir uns halt besprochen, dass das so nicht geht und es mehr Sinn machen würde, wenn wir halt kompakter stehen und tiefer stehen, eher aus dem Mittelfeldpressing heraus. Und das hat dann gut gegriffen. Am Ende können wir doch festhalten, dass wir weiter ungeschlagen sind. 5 Spiele in Folge jetzt in der Liga. Kein Gegentor kassiert, ist auch was Positives. Kein Gegentor kassiert. Da kann auch mal einer reinfliegen bei so einem Spiel. Das wäre jetzt ein super Moment gewesen bei der Ecke, dass man da noch ein Ding platziert. Das wäre dann so Klassiker gewesen, aber wurden nicht bestraft und von daher alles gut. Danke dir. Bitte. Ja, Helge Hohl 0-0 auf Schalke. Was sind deine Gedanken zum Spiel? Was hat funktioniert, was eher nicht so? Ja, es ist schwierig, so kurz nach dem Spiel dann ein Fazit zu ziehen, ob das jetzt ein gewonnener oder 2 verlorene Punkte sind. Ich denke, es war das erwartet schwere Spiel. Schalke eine sehr spielstarke Mannschaft. Dementsprechend haben wir gemerkt, dass wir heute auch nicht ganz so viel Ballbesitz haben, dass es über eine Kompaktheit ging und über das Umschaltspiel. Ich glaube, gerade in der zweiten Halbzeit hatten wir sehr, sehr viele gute Umschaltgelegenheiten, wo wir die eine oder andere sicherlich hätten nutzen müssen. Dementsprechend ist es schwer zu sagen, ob wir uns ärgern müssen oder ob wir uns freuen sollten gegen eine starke Mannschaft. Hier einen Punkt zu holen. Jeder, der mich kennt, weiß, dass mein Anspruch immer sehr, sehr hoch ist und ich jedes Spiel gewinnen möchte. Gleiches gilt auch für die Mannschaft, was mich sehr, sehr positiv stimmt, dass nach dem Spiel mehr enttäuschte als zufriedene Gesichter da waren und ich freue mich einfach über diese Gier, die Mannschaft auch hat und dementsprechend wollen wir nächste Woche gegen Kahn auch den nächsten Dreier zu Hause einfahren. Ja.
Nach der ersten guten Chance, das Abseitstor, hatte man das Gefühl, dass Schalke eher besser drin war im Spiel. In der Vorwärtsbewegung bei uns fehlte irgendwie noch irgendwas. Lag es an der starken Schalker Mannschaft oder hat irgendwie was im System nicht funktioniert? Ja, grundsätzlich ist das so, dass man natürlich sich vornimmt, immer hoch zu pressen, oder wir eine Mannschaft sind, die immer gerne hoch pressen wollen. Wenn eine Mannschaft dann fußballerisch hohe Qualität hat, dann wird man auch in der einen oder anderen Phase etwas weiter reingedrückt. Das war heute der Fall, gerade in der ersten Halbzeit. Dementsprechend haben wir uns dazu entschieden, etwas kompakter zu stehen und heute übers Umschaltspiel zu kommen. Ich glaube, der Schlüssel ist auch aufgegangen, weil ich mich nicht an viele Situationen für den Gegner, mit Ausnahme in den letzten 5 Minuten, nochmal 2 Abschlüsse erinnern kann. Und wir selber natürlich viel Raum bekommen haben hinter der Kette, den wir auch gut bespielt und genutzt haben. Da hätte ich mir einfach gewünscht, in der einen oder anderen Umschaltaktion über Freddy Baum oder über Yannick Mause oder auch die letzte Aktion durch Damaschek, dass wir da einfach ein Tick zielstrebiger, ein Tick gieriger sind und dann einfach auch den Lucky Punch setzen. Jetzt wartet nächste Woche dann wieder ein Heimspiel auf uns, da sind dann wieder 10.000 Zuschauer mehr als heute. Was nehmt ihr euch vor für die Woche? Ja, gleiches wie immer, egal welcher Gegner, egal welches Spiel. Wir werden uns maximal professionell vorbereiten. Wir wollen auch zu Hause unsere sehr, sehr gute Serie fortsetzen. Ich meine, wir haben 3-mal zu Hause gewonnen mit grandioser Unterstützung. Wir haben jetzt 6-mal in Folge nicht verloren, 5 Spiele gewonnen. Also bei allem Anspruch und bei aller Ambition, die ich auch habe, müssen wir schon sagen, dass wir aktuell einen guten Lauf haben. Und wir wollen natürlich nächste Woche gegen KAN Marienborn mit Unterstützung der Fans wieder ein sehr gutes Spiel abliefern und möglichst die nächsten 3 Punkte holen.